Guten Abend und willkommen zu Spiegel TV aus Hamburg. Am vergangenen Mittwoch war unser Reporter Roman Lehberger mal wieder zu Besuch bei alten Bekannten. Mitglieder der Familie Goman machen bereits seit Jahren durch diverse Betrügereien von sich reden. Mal ist es der Sozialstaat, der ausgenommen wird, mal sind es wehrlose alte Leute, die um ihr Vermögen gebracht werden. Doch diesmal hat die Staatsmacht durchgegriffen und bei einer groß angelegten Razzia reichlich Beute gemacht. Am Ende sah der luxuriöse Fuhrpark des Clans richtig ärmlich aus. Hausbesuch in Leverkusen. Es ist der Tag, auf den die Kölner Sonderkommission lange hingearbeitet hat. Am vergangenen Mittwoch durchsuchen Kriminalbeamte und Steuerfahnder Häuser, Wohnungen und Schließfächer von Mitgliedern einer Großfamilie aus Leverkusen. Das Verfahren, Codename Bischof, läuft seit über einem Jahr. Und war bis jetzt streng geheim. Darf ich Sie mal fragen, was Sie gefunden haben? Nein. Insgesamt 70 Adressen in Deutschland und Österreich werden ins Visier genommen. Die meisten der 47 Beschuldigten sind verwandt. Als die Polizei wieder weg ist, fragen wir an einer der durchsuchten Wohnungen nach. Wenn Sie jetzt nicht verlassen. Entschuldigen Sie. Dürfte ich einmal mit Ihnen reden? Wäre es möglich, einmal mit Ihnen zu sprechen? Wäre es möglich, auch mit Ihnen zu sprechen? Und wenn Sie jetzt nicht gehen, jetzt kriegen Sie mich. Verlassen Sie das Grund. Ja, wenn Sie mich damit. Hören Sie bitte. Verlassen Sie das Grund. Hören Sie auf. Raus! Raus! Hören Sie auf, mich zu verletzen. Raus! Raus! Kommen Sie mal hier. Kommen Sie mal. Du kriegst von mir auf, du Fotze lecker. Du Arschloch. Raus, habe ich gesagt. Schönen Tag. Raus. Siehst du? Das Verfahren ist ebenso komplex wie einzigartig. Es geht um bandenmäßigen Betrug, Geldwäsche und dubiose Immobiliengeschäfte. Man kann natürlich keine Familie in Sippenhaft nehmen, sondern jedem muss eine individuelle Schuld nachgewiesen werden. Und das versuchen wir natürlich auch. Aber es gibt ja hier dringende Anhaltspunkte dafür, dass Teile dieser Familie als Bandenmitglieder zusammen gehandelt haben. Und insofern gibt es schon eine komplexe Struktur, so unsere Annahme auch innerhalb dieser Familie. Hauptverdächtiger im Verfahren Michael Goman, einschlägig vorbestraft, offiziell vermögenslos. Er wird bei der Razzia festgenommen. Der 42-Jährige ist Mitglied der berüchtigten Goman-Familie, über die Spiegel TV bereits mehrfach berichtete. Aus Clankreisen wird uns dieses Foto zugespielt, das ihn bei einer privaten Familienfeier zeigt. Seit vielen Jahren wird gegen den Großclan, der seinen Hauptsitz in Leverkusen hat, schon ermittelt. Häufig wegen Betruges. Nach Schätzungen von Behörden sind bereits mehrere Dutzend Familienmitglieder Polizei bekannt. Rolex-Uhren, Bargeld, teure Autos. Ungeniert präsentieren viele der Angehörigen ihren Reichtum in den sozialen Medien. Dass das Geld dafür nicht aus Hartz-IV-Bezügen stammen kann, blieb den Behörden offenbar nicht verborgen. Hier in dem Fall war es natürlich auffällig, dass offenbar Familienmitglieder oder Beschuldigte über ihre Verhältnisse leben, insoweit als der Lebensstandard nicht zwingend mit dem Bezug von Sozialleistungen in Übereinstimmung zu bringen ist. Drei Porsche und ein Rolls-Royce. Auch die Nachbarn fragten sich irgendwann, wie der arbeitslose Herr Goman sich dieses Leben leisten konnte. Man sah nie die Kinder irgendwie zur Schule gehen oder sonst irgendwas. Also es war eigentlich ständig da jemand zu Hause. Man möchte eigentlich gar nicht drüber nachdenken, wo die Kohle herkommt. Ich sagte eben zu meiner Frau, dass es, die müssen ja irgendwo gemeldet sein und wahrscheinlich Hartz IV. Und dann wundert man sich, ne, dass die halt solche Autos fahren. Ne? Ein Fuhrpark wie im Königshaus. Aber die Miete zahlt das Amt. Wie das funktionierte, zeigen Recherchen von Spiegel TV. Auf dem Papier hatte Michael Goman mit der Wohnung, in der er verhaftet wurde, nichts zu tun. Gemeldet sind dort lediglich seine Frau Anita, von der er angeblich getrennt lebt, und fünf Kinder. Die Autos sind auf mutmaßliche Strohmänner zugelassen. Das Amt zahlte trotzdem jahrelang. Einer der Vorwürfe: Betrug des Sozialamtes Leverkusen. Es geht um eine Summe in sechsstelliger Höhe. Während der Razzia versammelt sich immer mehr Verwandtschaft in sicherer Entfernung.
Versuch einer Kontaktaufnahme. Entschuldigen Sie. Darf ich mal kurz mit Ihnen reden? Nächster Versuch. Dürfen wir einmal mit Ihnen sprechen? Was? Dürfen wir einmal mit Ihnen sprechen? Warum denn? Es geht um Nimm die Razzia. Eure Kamera! Es geht um die Razzia heute Morgen. Es geht um die Razzia heute Morgen. Ja. Bist du weg? Ja. Warum Was greifen Sie mich an? Ja, warum kommen Sie einfach bei Wollen mir? Fragen? Ich habe mit den Leuten nichts zu tun, ja? Ich will dir eine blaue Auge machen, du Dreck, eine. Sie verdammte Hurensohn! Einfach kommen Sie bei den Leuten so. Hier war eine große Razzia in 70 Objekten. Ja, was habe ich mit der Sache zu tun? Sie sind ja auch Mitglied der Familie Gomez. Nee. Nein! Wollen Sie meinen Ausweis sehen? Gerne. Ja? Ich bin der Verschwägerter Clan. Naja, ich kann Sie auch zeigen. Können Sie uns etwas sagen, wo das Geld herkommt für die ganzen Autos, die Porsche, die Rolls Royce, die sichergestellt wurden, wo das herkommt? Wissen Sie Geh mal weg! Jetzt kriegst du auf den Schnauze. Wissen Sie, wo das herkommt? Geh weg! Geh weg! Um zu beweisen, dass die beiden angeblich gar nicht zum Goman-Clan gehören, zeigte uns der Mann freundlicherweise seinen Ausweis. Doch unsere Recherchen ergeben, bei Josef K. handelt es sich um den polizeibekannten Onkel des Hauptverdächtigen. Die Frau aus dem Auto, Ruva G., ist die Tante. Beide sind im aktuellen Verfahren nicht beschuldigt. Für das inzwischen eingetroffene Abschleppunternehmen gibt es jetzt viel zu tun. Alle vier Fahrzeuge auf dem Gelände werden im Rahmen der Durchsuchung beschlagnahmt. Haben Sie so ein Auto schon mal abgeschleppt? So eins jetzt noch nicht, noch kein Rolls-Royce. Was schätzen Sie, ist das wert? Ja, das ist bestimmt 200.000 wert. Das Geld für den Luxus hatte der mutmaßliche Haupttäter Michael Gomann wohl nicht nur durch Sozialbetrug erwirtschaftet. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn, zusammen mit Komplizen ältere Menschen um ihr Bargeld betrogen zu haben. Der Schaden rund 1 Million Euro. Wie die Masche funktionierte, musste Bettina Bogus erfahren. Ihre Mutter Gertrud wurde in einem bereits abgeurteilten Fall Opfer eines anderen berüchtigten Clanmitglieds. Sein Name? Richard Kwiatkowski, genannt Ricardo. Als Teppichhändler getarnt, erschlich sich der Mann aus Leverkusen vor einiger Zeit das Vertrauen der inzwischen verstorbenen Seniorin. 2 Jahre lang baute er den Kontakt zu ihr auf, fuhr sie zum Einkaufen, trug ihre Tüten und brachte sie um ihr Vermögen. Immer wieder wurde die alte Dame mit Geschichten unter Druck gesetzt, Geld an den Täter zu zahlen. Ihre Tochter bekam davon nichts mit. Ich habe später im Nachlass meiner Mutter Kontounterlagen gefunden und konnte dort nachvollziehen, dass meine Mutter teilweise in kurzen Abständen sehr hohe Tausendersummen abgehoben hat. Hier zum Beispiel am 7.5.2009 3.400 Euro, am selben Tag 7.000 Euro, kurze Zeit später 4.600 Euro, dann 9.000 Euro. Aus diesen Abhebungen schließe ich, dass meine Mutter richtig ausgepresst wurde. Bis zum letzten Pfennig. 40.000 Euro einfach weg. Durch eine Telefonüberwachung kam Fahnder den Täter schließlich auf die Spur. Erst danach offenbarte sich ihre Mutter. Für Gertrud Bogus war die Scham wohl das Schlimmste. Sie hat sich das nicht verziehen. Sie hat immer wieder gesagt, Kind, das werde ich mir nicht verzeihen, dass die das mit mir gemacht haben. Sie hat sich geschämt, sie hat viel darüber geweint. Und meine Mutter ist im Sommer 2012 an einem sehr aggressiven Magenkrebs verstorben. Es ist letztlich, denke ich, begünstigend gewesen, diesen Krebs in der Aggressivität zu fördern, dass sie Opfer dieser Straftaten geworden ist und dass sie sich nicht verzeihen konnte, dass sie den Tätern auf den Leim gegangen ist. 2 Jahre auf Bewährung, so das milde Urteil 2014 für Ricardo. Von schlechtem Gewissen schon damals keine Spur. Schönen guten Tag, Herr Kwiatkowski, ja, hallo. Spiegel TV. Wir würden gerne mit Ihnen über Ihre Teppichgeschäfte reden. Sie haben eine Frau um 40.000 Euro betrogen. Ja. Was haben Sie denn insgesamt verdient mit der Masche? Ich hab keine Zeit für euch. Haben Sie da kein schlechtes Gewissen? Nee, ich hab nichts getan. Sie haben nichts getan? Jetzt. 40.000 Euro haben Sie einer Frau abgenommen. Mach mir mal auf. Ja. Okay. Wollen Sie da nichts zu sagen? Nee.
Und letztes Jahr. Geht mal, ich hab nichts. Letztes Jahr waren Sie schon wieder auffällig. Ja, was ist das? Seht Sie das? Verpisst euch! Was kaum überrascht, auch bei der Razzia am Mittwoch steht Ricardo wieder im Fokus der Polizei. Er wird beschuldigt, erneut ein Ehepaar um ihr Erspartes gebracht zu haben. Angetroffen wird er aber nicht. Zurück zu der vom Sozialamt bezahlten Wohnung des Hauptbeschuldigten Michael Gohmann. Nach rund 5 Stunden ist die Durchsuchung vorbei. Alle Autos sind sichergestellt. Das sind vermögensabschöpfende Maßnahmen, um diese Gelder, wenn es möglich ist, den Geschädigten zurückzugeben. Aber das ist natürlich jetzt auch erstmal Gegenstand der Ermittlungen, wie die Eigentumsverhältnisse genau sind. Es wird wohl noch Monate dauern, bis die beschlagnahmten Unterlagen vollständig ausgewertet sind. Michael Gohmann sitzt jetzt jedenfalls erstmal in Untersuchungshaft. Falls Sie nicht alles mitbekommen haben, die Sendung und mehr zu Spiegel TV finden Sie im Internet unter spiegel.tv.